Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, es hat sich wieder einiges getan. Draußen wird es hoffentlich bald auch wieder ein bisschen wärmer. Deswegen mein leicht verändertes Outfit übrigens, für die, die sich jetzt darüber gewundert haben. Und es hat sich bei uns auch einiges getan. Und zwar könnten wir theoretisch mit Eve noch was machen. Ich möchte aber erstmal natürlich lieber die Sachen, die hier alle noch sind, machen. Wobei Eve natürlich auch hier in der Gegend wäre. Aber da wir da komplett von unten anfangen, möchte ich erstmal soweit alles beenden. Gaston habe ich jetzt auf Level 10. Das heißt, mit ihm werden wir jetzt heute in der letzten Folge abschließen. In der ganz, ganz großen Hoffnung. Ja, dass man vielleicht doch noch mehr freischalten kann bei ihm. Es kann natürlich sein, dass man gar nicht mehr freischalten kann. Das ist so meine Befürchtung. Aber ich möchte es halt doch gerne wissen. Außerdem, sind wir mal ehrlich, dann haben wir Gaston endlich hinter uns. Und Rapunzel haben wir ja, glaube ich, auf Level 7. Moment, Freundschaft, wo bin ich denn jetzt hier? Sammlung wollte ich doch eigentlich rein. So, genau, Rapunzel haben wir auf Level 7. Da würde ich dann auch gerne noch eine Quest machen. Allerdings nicht mehr in der heutigen Folge, sondern in der Folge danach. So, dass wir dann sie nochmal leveln können, damit wir dann da auch auf Max-Level sind, beziehungsweise die letzte Folge machen können. Da oben ist er. Gaston, nicht abhauen. Ach, natürlich haut er jetzt ab. Ja, nee, bleibt da vorne stehen. Ich muss nur mal eben den Sand hier wegmachen. Der stört. Der steht hier überall im Weg rum. Gaston! Ich sehe da hinten schon wieder Sand. Aber es war so klar, dass der jetzt nach vorne läuft, wo ich vorhin gewesen bin. Nur damit der mir ausweichen kann. Das machen die ja gerne. Also manche machen es auch nicht. Manche kommen einem auch so ein bisschen entgegen. Aber die meisten, die laufen dann ja immer extra weg. Das ist ein ganz seltsames System irgendwie hier. Geht spazieren. Okay. Da wir ja so langsam sind und irgendwie beim Joggen genauso schnell sind wie andere Leute Möchtest du mir nicht beim helfen? Fußgängern, genau. Beim zu Fuß gehen wollte ich eigentlich sagen. Hey Gaston, was gibt's Neues? Ich habe eine tolle Idee, Gameplayerin. Toll, lass hören. Ich habe akzeptiert, dass du keine ideale Lakaien bist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich einen Gehilfen brauche. Endlich hörst du auf, mich herumkommentieren zu wollen. Genau. Ja, oder, ja. Gehilfin Gaston, nicht Lakaien. Gibt es einen Unterschied? Ja. Helden haben Gehilfen. Lakaien sind eher wie Diener und nein, ich werde nicht deine Dienerin sein. Wie auch immer, ich werde einen der Dorfbewohner als meinen Gehilfen rekrutieren. Solange Gehilfe nur eine Art von Freund zu sagen, nur deine Art ist Freund zu sagen, denke ich, ist das relativ harmlos. Und du wirst mir helfen. Natürlich willst du meine Hilfe dabei. Hast du eine Idee, wen du als deinen neuen Gehilfen haben möchtest? Nein, ich muss erst sehen, ob sie es wert sind. Ich habe eine Liste mit potenziellen Dorfbewohnern erstellt und du musst mit jedem einzelnen von ihnen sprechen. Befrage sie für mich. Und lass mich wissen, ob sie die Qualitäten haben, die ich von einem Gehilfen erwarte. Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband, Gaston. Nein, natürlich nicht. Es sei denn, es hat Bilder. Ich denke, die folgenden Dorfbewohner könnten gute Kandidaten sein: Donald, Vanellope, Stitch, Minnie und Olaf. Lange Liste und ein bisschen zufällig. Vielleicht brauche ich Unterstützung. Okay, ich werde mit ihnen reden, aber reg dich nicht auf, wenn sie nicht wollen, okay? Wann habe ich mich jemals aufgeregt, Gameplayerin?
Weißt du was? Ich werde gehen, anstatt darauf zu antworten. Ich bin fertig mit dir. Valleys Next... Was? Ah, ich konnte es nicht sehen. Moment. Next Top Le Fou. Okay. Sehr, sehr langer... Stitch kommt schon angerannt. Dann warten wir doch mal. Wo ist er denn? Sehr, sehr langer Titel, aber ein sehr cooler Titel. Hallo? Aloha. Aloha. Stitch, hast du einen Augenblick Zeit? Aha. Stitch haben viele Augenblicke. Toll. Gaston ist auf der Suche nach Gehilfen. Bist du vielleicht interessiert? Oh. Gehilfe? Was ist Gehilfe? Es ist wie eine Mischung aus einem Freund und einem Assistenten. Du wirst mit einigen anderen um den Platz wettstreiten. Oh, Stitch, sehr gut im Wettbewerb. Das ist also ein Ja? Ja. Hogada. In Ordnung, ich sage Gaston, dass du interessiert bist. Dankeschön. Ich hab zu danken. Oh, da fällt mir ein, ich war heute noch gar nicht bei Dagobert. Ah, wir müssen jetzt erstmal kurz gucken. Olaf versteckt sich hier hinten in der Ecke. Hallo, ich bin Olaf. Ja. Ich würde gern mit dir sprechen. Ich weiß, aber irgendwie kann ich dich nicht ansprechen. Olaf. Gameplayerin, wie geht es dir, meine gute Freundin? Nicht schlecht. Ich mache einen Botengang für Gaston. Er sucht einen neuen Gehilfen. Ah, wie aufregend. Wusstest du, dass Gehilfen schon seit tausenden von Jahren ein wichtiger Bestandteil von Geschichten sind? Jetzt weiß ich es. Gaston veranstaltet ein Bewerbungsgespräch für einen Gehilfen. Bist du interessiert? Eine Chance, einen neuen Freund zu finden? Na klar. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob Gaston das so sieht, aber... Hm. Oh, vielleicht sollte ich ihm ein Freundschaftsgeschenk mitbringen? Auch hier bin ich mir nicht sicher, ob... Was rede ich da? Natürlich werde ich ein Freundschaftsgeschenk mitbringen. Es wäre unhöflich, das nicht zu tun. Also gut. Ich sage Gaston, dass du ein Kandidat bist. Und du kannst dich selbst um das Freundschaftsgeschenk kümmern. Ich schwör's euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Na, der ist noch nicht zu Ende. Also seid ihr da mal nicht so sicher. So, Mini und Vanellope, die sind hier oben. Ja, gerade hat man sich was angezogen, ne? Falls die Temperaturen tatsächlich wieder was besser werden. Und schon fängt es an, in Dreamlight Valley zu regnen. Das ist doch wunderbar. Die haben noch bestimmt darauf gewartet, bis ich mich umziehe. Und dann haben sie sich gedacht, oh, wir können doch direkt mal ein bisschen Regen reinhauen. Jetzt kriege ich auch noch Schluckauf dazu. Krank bin ich ja schon, also das würde auf jeden Fall passen. So, Mini. Entschuldigung, ich bräuchte deine Hilfe. Hallo, Mini. Ich bin hier wegen eines wichtigen Botengangs. Oh Gott, entschuldigt bitte, wenn meine Stimme jetzt komplett abbricht, während ich rede. Aber ich möchte es trotzdem versuchen hinzukriegen. Oh, wie aufregend. Es ist für Gaston. Er sucht nach einem neuen Gehilfen. Hättest du Interesse? Ein Gehilfe. Nun, wenn das bedeutet, dass er einen Freund findet, finde ich das wunderbar. Oh. Aber ich fürchte, ich habe keine Zeit. Ich bin so beschäftigt mit meiner Gartenarbeit, dem Buchclub und damit all die entzückenden Tiere zu helfen. Ja, ich wünschte, ich könnte das auch tun. Genau, ich muss mich immer um irgendeinen anderen Mist hier kümmern. Du bist bezaubernd, Mini. Oh. Ich danke dir. Du auch, Gameplayerin. Ich hoffe, dass Gaston nicht zu verärgert sein wird. Mach dir keine Sorgen. Ich hätte auch Nein gesagt. Ich bin sicher, er wird darüber hinwegkommen. Oh. Mit deiner Hilfe wird er das sicher schaffen. Viel Glück für den Rest deines Botengangs. Danke, Mini. Dankeschön. Oh Gott. Wo ist denn jetzt Vanellope schon wieder hin? Och, nee. Dieses Gör ist auch nie da, wo es bleiben soll. Bei Fuß, Vanellope. Sie ist schon wieder weg. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Bleib stehen. Ich hab dich erwischt.
Sei gegrüßt, oh Freund. Hey, Vanellope. Oh. Wie geht's, meine Freundin? Ich mache eine besondere Besorgung für Gaston. Oh, du meinst Muskelhirn? Oh, das ist jetzt sein Name? Warum solltest du für diesen Kerl Besorgungen machen? Diese Frage stelle ich mir auch ständig. Und? Ich wünschte, ich wüsste die Antwort. Wie auch immer, er sucht nach einem Gehilfen. Bist du interessiert? Oh. Zwing mich nicht, meinen vollen Namen zu sagen, Gameplayerin. Was? Ich ziehe die Prinzessinnenkarte nicht allzu oft. Okay, aber... Ich bin Prinzessin Vanellope von Schetz. Hört sich das für dich wie der Name einer Gehilfin an? Ein einfaches Nein hätte ausgereicht? Ja, aber es macht viel weniger Spaß. Ja. Sag dem Muskelhirn Hallo von mir. Na los. Okay. Donald, da unten. Nicht, dass der mir jetzt auch noch wegrennt. Donald? Donald! Wuhu! Wieso hast du so lange gebraucht? Ich hab dich die ganze Zeit gerufen. Donald, ich habe ein Angebot für dich. Oh, was ist los? Es ist Onkel Dagobert. Er hat eine schicke Kristallvase, die ich als Geschenk kaufen will. Aber er will nicht, dass ich mir sie ansehe. Hast du sie dir genommen, um sie anzusehen? Vielleicht. Vielleicht solltest du das nächste Mal einfach nur deine Augen benutzen. Das hat Onkel Dagobert auch gesagt. Ich habe etwas, das dich vielleicht ablenkt. Gaston veranstaltet ein Bewerbungsgespräch für einen Gehilfen. Bist du interessiert? Wenn du deinem Onkel zeigst, dass du verantwortungsbewusst genug bist, um ihm zur Hand zu gehen, ist er vielleicht eher dazu bereit, dich seine Waren ansehen zu lassen. Das ist eine tolle Idee. Ich bin dabei. Toll. Das werde ich Gaston erzählen. Na dann. Also dieses echte Donald Duck, das kriege ich heute nicht hin. Ganz ehrlich. Ich habe so unheimlich viel Schleim im Hals und bin krank und alles. Und nee, das... Ich liebe es zwar irgendwie zu versuchen, wie Donald Duck zu sprechen, aber das kriege ich heute tatsächlich so gar nicht hin. Hey du, es tut warte. Mir leid. Alles erledigt, Gaston. Ich habe drei mögliche Kandidaten für dich. Ah. Wunderbar. Erzähl mir von jedem einzelnen von ihnen. Okay, ich erzähle dir von Stitch. Er ist ein kleiner, pelziger, blauer Außerirdischer, extrem stark, kugelsicher und er kann im Dunkeln sehen. Ah. Kugelsicher? Das hat auf jeden Fall Potenzial. Was ist mit seiner Persönlichkeit? Eine Art Schelm. Er kann boshaft sein, meint es aber gut. Na gut. Okay, ich erzähle dir von Olaf. Er ist ziemlich charismatisch und mag es, eine Show zu veranstalten. Das erinnert mich bereits an LeFou. Für einen so kleinen Mann ist LeFou ein echter Könner. Olaf ist einfach der süßeste und netteste Dorfbewohner, den du im Tal finden kannst. Auch ein toller Partner für Quizwettbewerbe. Interessant. Okay, ich erzähle dir von Donald. Donald ist der Neffe von Dagobert Duck. Ich habe ihn schon mal gesehen. Er scheint immer verärgert zu sein. So ist Donald nun mal. Die kleinste Ungerechtigkeit regt ihn sehr stark auf. Das solltest du bedenken. Das muss ich mir gut überlegen. Sie sind alle ziemlich fantastisch. Ich will nichts Hübsches. Ich will unglaublich perfekt. Ich denke, Donald ist raus. Ich brauche einen Gehilfen, der nicht die Beherrschung verliert. Emotionen sind lästig. Das stimmt. Ich möchte, dass du den verbleibenden Kandidaten einige gastonische Aufgaben erteilst. Und ich beobachte, wie gut sie abschneiden. Also gut, was machen wir jetzt?
Fang mit Stitch an. Lass ihn ein richtig gastonisches Frühstück zubereiten. Und Olaf, mal sehen, ob er die wilde Natur erobern kann. Ja, ich will sagen mal, schon dabei. Ausgezeichnet. Ich werde es beobachten. Und Gameplayerin, ich werde das Frühstück als Teil des Tests essen. Hier, stellt sicher, dass Stitch weiß, was ich mag. Na gut, du darfst jetzt gehen. Okay. Ja, Stitch, ich denke, da müssen wir dir ein bisschen unter die Arme greifen. Darum. Na, guck mal, die haben sogar die gleiche Größe. Stitch, du bist offiziell ein Kandidat für Gastons neuen Gehilfen. Egal, Ago! Stitch, gewinnen! Ja, motiviere dich. Gaston möchte, dass du ihm ein klassisches gastonisches Frühstück machst. Hast du schon eine Idee? Ja! Ja, Kaffee! Du kannst nicht einfach nur Kaffee zum Frühstück trinken. Warum nicht? Mache ich auch. Warum? Gaston mag Eier. Und zwar wirklich gerne. Er hat auch eine Schwäche für Kokosnüsse. Gaston mag Kokosnuss? Juhu! Wir machen Gaston besten Kokosnusskuchen. Du, Stitch, helfen beim Zubereiten? Klar, lass uns loslegen. Kaffee, Kokosnusskuchen und Eier. Große Frühstücksbestellung, aber Stitch bereit. Hier hast Rezept, damit du Kuchen machen kannst. Mit Stitch abhängen und backen? Absolut. Der Schlamm hier ist keine Schokolade. Nö, der Schlamm ist Schlamm. So. Übrigens nicht erschrecken, hier links sind die Kostüme, die ich mal anhatte. Das in der Mitte ist das, was ich jetzt gerade aktuell anhab. Dann hier links habe ich mal das Kostüm gespeichert, was ich ganz am Anfang irgendwann mal anhatte. Und hier rechts, das habe ich mal, ja, für so ein Dream Snap oder wie die Dinger heißen, ich habe keine Ahnung, für so einen komischen Fotowettbewerb da abgespeichert. Achso, ich sollte vielleicht erstmal die Sachen lesen. Rezept für Omelette, das ist ganz sicher was Stitch mir gegeben hat. Dann haben wir Rezept für Rührei. Und wir haben Rezept für Kokosnusskuchen. Okay, das ist auf jeden Fall neu. Eieiei. Koche, während Stitch dich beobachtet. Hartgekochte Eier, Rührei, Omelette. Hartgekochte Eier, Rührei und Omelette. Ach so. Okay, perfekt. Ist sogar extra markiert. So, das war Nummer 1. Dann haben wir hier noch den Kaffee. Also natürlich super 5-Sterne-Menüs. was haben wir denn noch? Da war doch gerade noch was. Was ich gesehen hatte. Oder war das tatsächlich der Kaffee? Omelette ist hier noch drin. Das Rezept kannten wir ja schon. So fehlen, glaube ich. 3 Stück haben wir jetzt, glaube ich, gemacht. Na, dann müssten noch 2 fehlen. Ich glaube, 5 waren es insgesamt. Rührei hatten wir noch nicht. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob wir das jetzt schon hatten oder noch nicht hatten.
Jetzt würde ich gerne mal von unten anfangen, weil eigentlich so viel dürften wir gar nicht mehr haben. Kokoskuchen, genau, das war's noch. Ich muss zugeben, er sieht lecker aus, obwohl ich persönlich gar keinen Kokoskuchen mag. So, bring die Gerichte zu Stitch. Wieso kann ich mit dir jetzt nochmal reden? Das verwirrt mich jetzt hier gerade ein bisschen. Wir haben hier keine neue Aufgabe. Ach so, ach, bring die Gerichte zu Stitch. Ich bin auch so blöd. Ich lese es noch vor und sehe dann das Bild von Gaston und denke so, ja, ich muss die Gerichte halt zu Gaston bringen. Okay, Stitch, hier, bitteschön. Entschuldige. Buenos dias. Ja. Nerv mich doch nicht immer, wenn ich mich am Unterhalten bin. Hier bitte ein gastonisches Frühstück à la Stitch. Taka, sehe ich gut bei Kaffee. Stitch geht zu Gaston bringen. Alles klar, viel Glück. Brauche kein Glück, haben Kaffee. Okay. Dankeschön. Ja, gerne, gerne. Okay, du bringst es rüber und ich werde in der Zeit mal mit Olaf reden. Olaf, mein Freund, komm her. Oh gut, du bist hier. Olaf, bist du bereit für deinen Test als Gehilfe? Definitiv. Aber ich habe zuerst eine wichtige Frage. Klar, was gibt's? Wenn ich Gaston eine liebevolle Umarmung anbiete, gilt das dann als Versuch, die Bewertung zu beeinflussen? Nein, das ist schon in Ordnung. Ich bin mir aber nicht sicher, wie empfänglich Gaston dafür wäre. Oh, ich muss also erst sein Freund werden, um ihm dann eine Umarmung anbieten? Ich verstehe. Klar, lassen wir das erstmal so stehen. Gaston will sehen, wie du die Natur bezwingst. Das ist eine große Sache für ihn. Die Natur erobern? Wie dumm. Die Natur kann nicht besiegt werden. Er muss etwas anderes meinen. Nun, er hat viel Zeit allein in den funkelnden Dünen verbracht. Vielleicht will er sehen, wie du die wirbelnden Sande, Stalagmiten aus Glas und Kupferfelsen bewältigst. Ich kann sie mit meinen herrschaftlichen Geräten beseitigen, aber du musst mitkommen und ein guter Gehilfe sein. Okay, okay. Aber was ist, wenn er wirklich einen Blumenstrauß will? Wie kommt er jetzt auf Blumenstrauß? Wenn ich versuchen würde, einen neuen Freund zu finden und er würde mir Blumen mitbringen, wäre ich sehr glücklich. Ich finde es eine tolle Idee, ja. Ich weiß aber nicht, was mit Gaston ist. Ich sag mal, tolle Idee, Olaf. Hurra! Was wäre, wenn wir ihm Blumen bringen, die noch niemand gesehen hat? Wir könnten eines dieser Portale besuchen, das uns an einen anderen Ort bringt und dann Blumen für Gaston mitbringen, die ganz neu im Tal sind. Gaston hat dich nicht verdient, Olaf. Jeder hat einen Freund verdient. Warum versuchen wir es nicht mit etwas Einfacheren und sammeln Blumen von der Insel der Ewigkeit? Tolle Idee, Gameplayerin. Los, erobern wir die Natur. Und sammeln Blumen. Bist du bereit zu gehen? Ja klar, los geht's. So. Oh Gott. Stalagmiten aus Glas. Gut, dass ich heute noch nichts weggemacht habe in dem Bereich. Große und kleine, denke ich mir mal, werden egal sein, oder? Ja, einen haben wir schon mal. Dann hoffe ich nur, dass auch genug hier drin sind. So, mit den Sanden könnten wir es jetzt tatsächlich problematisch haben. Oh, okay. Also hier haben wir noch einen. Achso, Kupferfelsen müssen wir auch machen, ne? Moment. Ich habe Blumen gepflückt, obwohl ich noch gar keine Blumen habe. Auch nicht schlecht. Dann nehmen wir hier die Blumen auch noch mit, weil die habe ich jetzt total überlesen gerade.
Also blumentechnisch wird das kein Problem sein. Kupferfelsen weiß ich nicht, ob wir jetzt genug da haben. Normalerweise haben wir da aber immer recht viel. So, dann haben wir das auch abgeschlossen. Die haben ja gesagt, funkelnde Dünen, ne? Steht jetzt hier nicht mehr dran. Also mit anderen Worten, alles, was jetzt hier in funkelnden Dünen ist. Oder, nein, anders ausgedrückt, der ganze Bereich hier, das meinte ich damit. Also Sand und Kupferfelsen brauchen wir. Da hinten ist noch ein Kupferfelsen. Das sieht gut aus. Allerdings brauche ich noch zwei Sande. Und ich bin in diesem Fall wirklich wahnsinnig froh darüber, dass ich hier jetzt noch nicht alles sauber gemacht habe. Ich meine, auf der einen Seite hatte ich mir das im Vorfeld schon überlegt, dass ich hier die Sachen noch so ein bisschen einsammle, bevor ich jetzt loslege mit dem Aufnehmen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt froh darüber, dass ich es nicht gemacht habe. Weil, wie gesagt, sonst hätten wir das jetzt nicht machen können und das wäre natürlich ziemlich doof gewesen. Ich weiß übrigens, dass ich das voll habe, aber ich möchte die trotzdem mitnehmen, weil da haben wir halt nicht so viele von. So, die wirbelnden Sande brauchen wir noch. Da ist noch ein wirbelnder. Ein wirbelnder. Okay, pass auf. Dann machen wir das so. Wir schnappen uns das Ding. Den kleinen auch. Und dann machen wir nämlich alle Sande, die wir jetzt hier oben noch haben. Und dann können wir das natürlich gerne abgeben. Das hier oben, ich weiß gar nicht, ob ich das mal gezeigt hatte. Ich glaube schon. Aber falls nicht, zeige ich das nochmal eben. Ist übrigens so eine Art kleines Geheimversteck. Also das hatte ich ja beim ersten Mal, wo ich den Bereich hier freigelegt habe, komplett übersehen. Und dann bin ich später nochmal so zum Sammeln hier gewesen. Wollte eigentlich, ja, tatsächlich nur die Sachen einsammeln. Und bin dann hier weitergelaufen. Wollte dann, glaube ich, in einen anderen Abschnitt oder sowas darüber. Was dann aber nicht geklappt hat, weil das hier so eine kleine Geheimkammer, sage ich mal, gewesen ist. Ja, und was ich noch nicht verstanden habe, also wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben... okay. Wir hatten mal hier oben das Bild von Jafar drin. Jetzt ist es weg. Hä? Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich glaube, ich habe in der Folge auch schon mal nachgefragt. Hier oben, wo dieser Löwenkopf, sage ich mal, ist, da hatten wir dieses Zeichen von Jafar drin. Warum es jetzt nicht mehr drin ist, kann ich absolut nicht sagen. Aber es verwirrt mich ehrlich gesagt gerade maximal. Ach so, wir müssen die Sachen jetzt zu Olaf bringen. Stimmt ja. Hallo. Nur die Blumen soll ich dem geben, oder wie? So, die muss ich anklicken, okay. Wieso? Ach, weil der die auch als Blumen gezählt hat. Ah, das ist doch doof. Die wollte ich doch für mich haben. Na gut, kriegt er halt noch einen Kaktus. Was soll's? Passt ja irgendwie zu Gaston, ne? Okay, Olaf. Ich glaube, du bist bereit, Gaston Bericht zu erstatten. Ich weiß einfach, dass er die Blumen lieben wird. Sicher wird er das. Eine Umarmung für Gaston. Auf geht's. Tja, das war's dann wohl. Wiedersehen. Erledige einige Dreamlight-Pflichten, während Olaf Gaston Bericht erstattet. Oh, ist das euer Ernst? Also hier diese Pflichten nehme ich mal an. Okay, füttern wir mal so ein Viech hier. Ah, da fällt mir ein, wir haben die Fotoaufgabe noch. Und ich habe einen ganz, ganz lieben Tipp bekommen, wie man das Ganze umschalten kann. Und habe ihn jetzt gerade leider nicht im Kopf. Ich wollte ihn euch eigentlich noch zeigen, aber habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Oh, Moment. Oh. Da ist ein goldener Fleck. Wir müssen mal eben ganz schnell angeln.
Die blauen sind nicht ganz so wichtig. Die kommen hin und wieder schon mal. Aber die goldenen, die kommen eigentlich nur, weiß ich nicht, zweimal am Tag, wenn ich mich einlogge oder so. Und ansonsten haben die mal mindestens eine Stunde dazwischen. Also eine reale Stunde dazwischen. So, wo sind denn jetzt hier? Ah, da ist doch eins. Ah, Mist, aber ich habe noch nicht so ein... lauf nicht weg, lauf nicht weg. Wir wollen hier dein Lieblingsessen geben. Da ist was. Ich sehe es nicht, aber da ist was. Ich wollte gerade sagen, ich kann es nur nicht aufheben. Lauf nicht weg, lauf nicht weg. So, hier, bitteschön. Einmal Zimt für dich. Wobei ich den, bin ich mir ziemlich sicher, schon hatte. Hä? Achso, erst wenn man das dann angenommen hat. Okay. Gut. Serviere ein Gericht im Restaurant. Das können wir auch noch machen. Das sollte auch recht schnell gehen. Es wird heute mal eine extrem lange Folge. Ich merke das schon. Und ich war noch gar nicht bei Dagobert drin. Ach ja. So, was haben wir denn? Saure Schneekegel. Saure Schneekegel oder Zwiebelrollen. Saure Schneekegel oder Zwiebelrollen. Ja, komm, nehmen wir das. Ich weiß zwar nicht, warum Olaf jetzt hier voll rumsitzt und was zu essen haben will, anstatt hier seiner Pflicht nachzukommen, aber gut. Jetzt lass mich doch mit dir reden. Hallo! Ich habe deine Bestellung, genau, das war's. So, bitteschön. Einmal servieren. Zack. Lass mal hier wieder rauskommen. So, füge 3 Dekorationen zu den funkelnden Dünen hinzu. Das würde jetzt schneller gehen. Oder verkaufe 3 Gemüse. Ja. Ich hab doch hier... Was ist denn das hier? Das war, glaube ich, das Problem, dass es kein Gemüse war, ne? Moment, machen wir das anders? Nein? Hallo, du sollst das abernten. So, das ist immer so für kurzfristige Ausflüge, sozusagen. Ausflüge. Was rede ich hier für Quatsch? Also für kurzfristige Sachen, dass wir hier was machen müssen. Von wegen 5 Gemüsesorten ernten, 5 Sachen verkaufen. In dem Fall jetzt 3. Ich hoffe, es waren wirklich 3. Ja, okay. Zack. So, rede mit Gaston. Wo ist der jetzt schon wieder? Nicht weglaufen. Möchtest du mir nicht helfen? Nö. Du hast deine beiden Kandidaten getestet. Was sagst du zu den Ergebnissen? Ich bin enttäuscht. Ja, das habe ich kommen sehen. Stitch hat mir eine heroische Menge an Eiern gebracht. Und der Kokosnusskuchen war auch ziemlich gut. Aber der Kaffee war schrecklich. Warum trinkt er den? Ich glaube, er mag den Energieschub, den er dadurch bekommt. Wie unnötig. Ich beziehe meine ganze Energie aus meiner unglaublichen Willensstärke. Du nimmst also Olaf. Olaf, aber er hat mir Blumen mitgebracht. Na, und? Ich wollte, dass er die Natur erobert und er brachte mir Blumen. Ich würde gerne Blumen von Olaf bekommen. Wie traurig für dich. Was willst du machen? Sie haben beide Potenzial.
Also muss ich sie noch einmal testen. Sie sollen meine Tugenden auf einer Party loben. Ja, was Gaston mit Party meint und was zum Teufel ich da schon wieder mit zu tun habe, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.